So, die Cinematics habt ihr gesehen und damit herzlich willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute haben wir die nächste Pfeife von Goat und zwar ist es The Special One. Wir hatten ja bereits zwei Pfeifen. Es gab die erste Variante, dann gab es die Golden Goat und jetzt gibt's The Special One. Was die Pfeife special macht, das gucken wir uns heute auf jeden Fall im Review an. Erstmal ein paar Eckdaten. Die Pfeife ist ungefähr 55 cm hoch, hat 4 Anschlüsse, ein Klickgewinde und eine Kristallglasbowl, was sehr, sehr nice ist, weil das gibt's relativ selten in dem Paket mit einer Schraub- oder auch Clickbowl. Und das ist, glaube ich, ein cooles, uniques Feature bei der Pfeife. Das Gesamtpaket mit Zubehör, das heißt, ihr kriegt dieses Mundstück hier dazu, ihr kriegt einen Kopf dazu, einen Kopfaufsatz, einen Schlauch, eine Schlauchfeder und eine Zange, kostet euch 220 Euro. Ist damit also ein bisschen teurer als die Konkurrenz von The Hookah, aber ungefähr im gleichen Segment wie die deutlich massiveren Pfeifen von Diamond Hookah im Vergleich zu The Hookah. Da merkt man meistens, dass noch ein bisschen mehr Metall dran ist. Und speaking of Metall, wir haben hier übrigens V2A Edelstahl. Ich würde sagen, wie immer in den Reviews hangeln wir uns da ganz normal an unseren Review-Punkten entlang, angefangen mit Material und Verarbeitung. Was das Glas angeht, ich fange einfach mal unten bei der Pfeife an, muss ich sagen, ist es eine der absolut besten mitgelieferten Bowls, gerade was Schraubpfeifen angeht, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, das Einzige, was da rankommt oder vielleicht noch ein bisschen drüber kommt, sind die Mastercut Bowls von VUCA, die ja dann auch mit einem Schraub, beziehungsweise früher Schraub, heute einem Klickgewinde sind. Die sind vielleicht noch ein Ticken geiler, aber es ist wirklich ein sehr nices Kristallglas und das merkt man direkt. Die Bowl hat Gewicht, die Bowl hat Verarbeitung und die Bowl sieht auch cool aus. Ist auch ein patentiertes Design, wurde mir gesagt. Das heißt, genau in diesem Design wird es auf jeden Fall keine andere Bowl geben können, ohne dass die gegen die Patente von Goat da verstoßen. Wenn wir weiter hochgehen, sind wir beim Edelstahl angekommen. V2A, wie gesagt, mit 4 Anschlüssen. Die Gewinde laufen sehr nice. Wir haben einen abschraubbaren Diffusor, ein leider nicht teilbares Tauchrohr, was ich ein kleines bisschen schade finde. Da komme ich aber später beim Rauchverhalten noch mal drauf. Die Gewinde laufen super, die Schliffe haben nie gehakt, sondern gut funktioniert. Die Kugel ist nie stecken geblieben. Der Schliff oben hat immer wunderbar funktioniert. Also weder bei den Schliffen noch bei den Gewinden noch bei sonst irgendwas hatte ich da großartig Probleme. Eine Kleinigkeit, die ich kritisieren muss, das passiert leider sehr, sehr oft bei Pfeifen. Der Teller ist nicht entgratet. Und ich finde es so schade, weil der Rest von der Pfeife hat eine super Verarbeitung und der Teller an sich ist auch richtig massiv. Also es ist nicht irgendwie so ein dünner Teller oder sowas. Der hat wirklich Gewicht, aber ist irgendwie nicht schön entgratet. Also ist jetzt auch nicht so, als ob man sich da schneiden würde und wie schon so oft gesagt, wie oft fasst man dann wirklich die ganze Zeit so seinen Kohleteller an, aber das hätte ich mir noch gewünscht, das hätte noch gut mit reingepasst, wenn der auch noch entgratet wäre, dann wäre die Qualität wirklich sehr, sehr gut gewesen, ist sie natürlich auch so, mit der Kleinigkeit, dass der Teller doch noch hätte entgratet werden können, so eine Kleinigkeit, die das Gesamtbild so schön abgerundet hätte, leider nicht der Fall, aber vom Rest und das ist deutlich wichtiger, dass die Gewinde laufen, dass das Metall gut verarbeitet ist und so weiter, da ist alles tipptopp. So, der nächste Punkt auf unserer Liste, die Optik. Und wie immer bei der Optik, Leute, das ist absolute Geschmackssache. Ihr müsst einfach für euch entscheiden, gefällt euch das Ding oder gefällt euch das Ding nicht. Was die Bowl angeht, finde ich sehr schön. Ich mag die Form. Ich mag hier oben diese Rändelung, auch wenn das bei Glas, glaube ich, nicht Rändelung heißt, aber dieses kleine, sehr klein karierte X-Muster finde ich sehr cool. Mit den Cuts in der Bowl finde ich nice. Und dass das Ganze auch sowohl bei der Base, den Schlauchanschlüssen und auch der Rauchsäule fortgesetzt wird und natürlich auch das Mundstück, das im selben Design kommt wie die Rauchsäule, finde ich sehr, sehr nice. Eine Kleinigkeit muss ich dazu sagen. Diese Einkerbung hier an der Rauchsäule, sieht sehr, sehr cool aus. Ich mag das sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, dass es halt ähnlich zu der Stimulation Pro X2 aussieht. Die hatte das ja auch schon. Die war da die erste. Ich meine, es ist immer so eine ewige Diskussion. Die Form von der Pfeife ist auch immer relativ gleich. Sollte man sich dann an so einem Feature aufhängen, dass es das schon bei einer anderen gab? Oder sollte das einfach was Normales sein, dass das bei mehreren Pfeifen ist? Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ich das mal außen vor lasse, dass die Stimulation Pro X2 und auch die Pro X das schon vorher hatte. Ich finde immer noch, dass es sehr, sehr cool aussieht. Und was ich halt auch geil finde, ist, dass die Rauchsäule genauso wie das Mundstück halt dieses gleiche Feature hat und auch von den Rillen hier sehr, sehr ähnlich aussieht. Das passt halt einfach alles gut zusammen und macht im Gesamtbild für mich ein schlüssiges Design aus und das haben wir hier auf jeden Fall. Ob es euch gefällt, das müsst ihr wie gesagt selbst wissen. Wo ich euch aber genauer und objektiver was bewerten kann, das ist das Rauchverhalten. Optik, wie gesagt, einfach ganz subjektive Geschmackssache. Rauchverhalten kann ich euch aber einfach genau beschreiben, wie das ist. Und dann könnt ihr für euch überlegen, ist das so ein Durchzug, den ich mag? Mag ich ein direktes Anrauchverhalten? Mag ich es vielleicht, wenn die Bowl ein bisschen mehr Volumen hat und so weiter? Das müsst ihr dann wieder wissen. Aber speaking of Rauchverhalten, kommen wir einfach direkt mal dazu. Der Durchzug. Ich habe jetzt gerade die Kugel draußen und ich nehme jetzt mal einen kompletten Zug und dann könnt ihr euch ja angucken, wie lange ich dafür brauche.
So, das ging sehr, sehr schnell, wie ihr gesehen habt. Ich hänge jetzt mal meinen Schlauchanschluss in einen Anschluss mit einer Kugel. Da muss ich nur den anderen zuhalten, dann geht das ohne Probleme. Übrigens, wenn ihr alleine raucht, könnt ihr natürlich aus dem Anschluss, wo ihr dann daran raucht, die Kugel rausnehmen. Dann habt ihr besseren Durchzug und, achso, bin ja nicht dran. Und ihr könnt natürlich entlüften. Sieht cool aus, kühlt ein bisschen den Kopf. In allen anderen Anschlüssen müssen aber die Kugel drinne bleiben. Ihr könnt auch nicht mit mehreren Leuten rauchen und entlüften, außer ihr haltet das Mundstück zu, was absolut lame ist. So, jetzt nehmen wir mal einen kompletten Zug von dem Anschluss, wo eine Kugel mit drinne liegt. Nicht bedeutend länger, würde ich behaupten. Ein kleines bisschen auf jeden Fall. Klar, da liegt ja jetzt auch eine Kugel im Weg. Das ist halt einfach so bei dem System. Das kann man auch nicht anders umgehen. Durchzug minimal schlechter, aber bei Weitem nicht so viel schlechter, als das bei vielen anderen Pfeifen der Fall ist. Die Kugeln sind relativ klein, was bedeutet, dass sie da eben auch nicht viel Platz wegnehmen. Ich nehme nochmal einen Zug. Ohne die Kugel würde ich dem Durchzug, glaube ich, sogar eine 9, vielleicht sogar eine 9,5 geben. Das kommt schon sehr, sehr stark an der Aeon Edition 4 Lounge ran und die hat ja einen extrem geilen Durchzug. Also Durchzug ohne Kugel ist saukrass. Also wer auf heftigen Durchzug steht, wenn man hier die Kugel rausnimmt, hat man den auf jeden Fall. Mit der Kugel würde ich einen Punkt abziehen. Das heißt, wir sind dann so bei einer 8, 8,5, was für eine Vierschlauchpfeife immer noch ein sehr guter Durchzug ist. Also wenn ihr eine Vierschlauchpfeife sucht, die einen guten Durchzug hat, auch wenn alle Kugeln drin sind, dann seid ihr hiermit auf jeden Fall gut beraten. Die hat einen guten Durchzug. Ich mag den Durchzug ohne Kugel trotzdem lieber. Ich mag den Durchzug von der Aeon sehr gerne und da kommen wir dann eben ran, wenn wir die Kugel rausnehmen und deswegen gefällt mir das einfach sehr, sehr gut. Eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist, dass man leider das Tauchrohr nicht teilen kann. Ihr seht ja hier, wie wenig Wasser ich nur drin habe, was natürlich cool ist, weil man wenig Wasser verbraucht. Auf der anderen Seite, wenig Wasser in der großen Bowl lässt sehr, sehr viel Platz für sehr viel Luft, beziehungsweise auch für sehr viel Rauch. Und das heißt, dass bis der frische Rauch bei euch in der Lunge angekommen ist, dauert es ein wenig länger. Deswegen mag ich tendenziell Pfeifen lieber, die ein kleines Bowl-Volumen haben, beziehungsweise ein kleines Rauchvolumen in der Bowl haben. Kann trotzdem eine 5-Liter-Bowl sein, wo dann nur, sagen wir mal, 0,5 Liter Platz ist für den Rauch. Da ist trotzdem ein kleines Rauchvolumen von der Bowl, obwohl die Bowl riesig ist. Hier haben wir halt ein langes Tauchrohr und eine große Bowl, was dafür sorgt, dass der ganze Platz von hier unten bis hier oben, übrigens auch Closed Chamber drin, das habe ich vorher noch nicht gesagt, von hier unten bis hier oben kann halt der Rauch stehen. Und das heißt, bis der Rauch von dem Kopf dann runter durch das Wasser die ganze Bowl gefüllt hat, dann durch den Schlauch und durch das Mundstück bei uns angekommen ist, vergeht halt deutlich mehr Zeit als zum Beispiel bei einer kleinen Pfeife, die eben auch noch ein relativ kleines Rauchvolumen in der Bowl hat. Das mag ich tendenziell lieber. Deswegen wäre da mein Vorschlag noch, wenn da vielleicht mal ein kleines Upgrade kommen würde oder so, noch ein teilbares Tauchrohr zu machen für die Leute, die das eben mögen. Die Pfeife raucht dadurch natürlich nicht schlechter. Das macht in der Regel auch nur absolut niedrige Prozentzahlen an Performance aus. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig. Das ist mehr so Haarspalterei. Wenn man halt hunderte Pfeifen getestet hat, dann ist das vielleicht eine Kleinigkeit, die einem auffällt. Wenn ihr jetzt sagt, Digga, ich will meine erste Pfeife kaufen, ich will ein cooles Komplettset kaufen, ich will eine massige Edelstahlpfeife, dann juckt das wirklich nicht. Ja, und nachdem wir die ganzen Punkte abgehakt haben, bleibt uns eigentlich nur das Fazit. Für wen ist diese Pfeife? Wie ich vorhin schon gesagt habe, kommt sie in einem Komplettset, was für mich bedeutet, besonders für Leute, die sagen, ich will jetzt eine ordentliche Vierschlauchpfeife aus Edelstahl, die auch gut Masse hat, die schön groß ist, die einen Eindruck hat, wenn man die auf den Tisch stellt, dann ist das, glaube ich, was sehr, sehr Nices. Vor allem, wenn man sagt, jetzt irgendwie über 300 Euro für eine AE und Premium ausgeben, also 350 Euro sogar, oder 380 Euro für eine Pro X, das ist mir ein bisschen zu viel und ich kann drauf verzichten, dass nicht alle andauernd entlüften können, wenn man mal mit mehreren Leuten raucht, dann könnte das was sehr, sehr Nices sein. Vor allem, weil ihr bei dieser Pfeife in dem Set schon echt eine coole Bowl dabei habt. Und wenn man sich überlegt, was so Kristallgläser normal kosten, dann kann man da sehr, sehr schnell bei 150 Euro sein. Gehen wir mal davon aus, dass die noch ein bisschen unter Cäsarglas ist, würde ich sagen, aber wirklich nicht viel, also kommt schon echt sehr nah ran. Sagen wir mal, die würde ein Huni einzeln kosten, dann haben wir noch 120, 130 Euro für die Pfeife mit dem ganzen Zubehör. Und wenn man das Ganze so betrachtet, dann ist es doch ein nicer Deal. Also, wenn ihr eine Pfeife im Komplettset sucht, könnte das was für euch sein, besonders mit der sehr schönen Bowl. Ich hoffe, das Review hat manchen vielleicht geholfen. Lasst mir gerne noch einen Kommentar oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.